Was ist das Besondere an diesem Eurotruck Nummer 1? Fangen wir mal außen an. Ja, Sie sehen außen ein futuristisches Äußeres. Das stammt vom Stardesigner Peter Luanhasne. Und aus diesem Design haben wir einen sehr niedrigen CW-Wert, was die Wirtschaftlichkeit des Fahrzeuges erhöht. Wir brauchen weniger Kraftstoff. Zudem ist das Fahrzeug voll verkleidet, auch an den Seiten. Damit haben wir keine Schwierigkeiten, wenn es zu Kollisionen mit Fußgängern oder Radfahren kommt. Also kinderfreundlich? Es ist sehr kinderfreundlich. Und das Fahrzeug hat auch als erstes Fahrzeug in Serie einen Doppeltandem-Partikel-Rußfilter, ist also auch umweltfreundlich. Eine geballte Ladung Hightech auch im Cockpit. Herr Berner, vielleicht erläutern Sie unseren Zuschauern einmal, was hier alles so abläuft. Gut, wir haben hier natürlich auch herkömmliche Technik drin, aber wenn ich jetzt mal anfange, was wir an spezieller Technik haben, sehen Sie hier zwei Kameramonitore. Sie sehen an der Außenseite des Fahrzeuges zwei Kameras, die den Fahrer bei Rangierarbeiten in schwierigen Verkehrssituationen unterstützen, sodass er zum Beispiel den toten Winkel ausschalten kann. Die Kameras sind auch beweglich. Was ist denn das zum Beispiel hier? Das ist ein vollautomatisches Reifendrucküberwachungsgerät. Es ist immer schwierig beim Truck die Reifenluft zu prüfen und wir lassen uns das von einem automatischen Warn- und Meldegerät sagen, wann wir die Reifenluft nachfüllen oder nachprüfen müssen. Sensationell. Das ist aber noch lange nicht alles. Das Fahrzeug bietet noch eine ganze Menge mehr. Zum Beispiel hier ein elektronisches Abstand-Warnsystem beim Rückwärtsfahren, das optisch und akustisch genau anzeigt, wann das Fahrzeug am Hindernis ankommt und wann es bremsen muss. Ich glaube, auch hier am Lenkrad haben wir noch einige Besonderheiten und auch vor Ihnen. Das Fahrzeug besitzt Airbag für Fahrer und Beifahrer. Außerdem in den vollautomatischen Sitzen integrierte Sicherheitsgurte, sodass der Fahrer also hier bequem fahren kann. Und hier herum, was haben wir hier herum noch? Hier ist ein Navigations-Travel-Pilot, das dem Fahrer vieles erleichtert. Für den Laien, es ist ein Straßensuch- und Findgerät, es ersetzt den Stadtplan. Also das Einzige, was man noch selbst machen muss, ist fahren. So ist es.